Hallo und herzlich willkommen zu diesem Capstone-Video. In diesem Beispiel geht es darum, herauszufinden, ob die Größen in der Volumensformel des Drehzylinders zueinander direkt proportional sind, indirekt proportional sind oder ob überhaupt keine Proportionalität vorliegt. Dazu betrachten wir uns zunächst einmal die Teilaufgabe 1. Hier soll gelten, dass in der Volumensformel V ist gleich R² mal Pi mal H, soll das R konstant bleiben. Die Zahl Pi, die kennen wir ja, das ist eine Konstante. Pi ist in etwa 3,14159 und so weiter, also ebenfalls konstant. Das heißt, das Volumen hängt jetzt nur noch von der Höhe ab. Die beiden anderen Zahlen sind ja konstant und auch das Produkt dadurch ist konstant. Also können wir zum Beispiel als konstantes Produkt Wert K schreiben mal H. Und wir wollen jetzt überprüfen, ob das eine Proportionalität ist. Das sieht ja ganz nach einem direkt proportionalen Zusammenhang aus. Das heißt, wir müssen gelten, Y ist gleich K mal X. Das gilt hier offensichtlich. Und demnach sind die Größen Volumen und Höhe zueinander direkt proportional. Und wir haben die Teilaufgabe gelöst. Bei der Aufgabe 2 sind nun die Höhe konstant und natürlich die Konstante Pi. Und wir sollen herausfinden, welchen Zusammenhang das Volumen zum Radius steht. Das heißt, das Volumen ist abhängig vom Radius R² mal Pi mal H. H und Pi sind ja Konstanten, demnach ist auch dieses Produkt hier konstant. Das heißt, das Volumen Abhängigkeit von R könnten wir jetzt schreiben R² mal einer konstanten Zahl K. Nun sollten wir überprüfen, ob hier eine Proportionalität vorliegt. Es könnte theoretisch ein direkt proportionales Verhältnis sein, also K mal X. Das Problem, was wir hier haben, hier steht ja R², das heißt, das Volumen wäre zu R² direkt proportional, aber nicht zu R. Und deshalb liegt hier keine Proportionalität vor. Und wir haben die zweite Teilaufgabe gelöst. Bei der dritten Teilaufgabe bleibt jetzt nun das Volumen konstant und natürlich auch das Pi. Und wir wollen herausfinden, in welchem Zusammenhang kann man R und H betrachten. Dazu würde ich jetzt zunächst einmal durch R² mal Pi dividieren. Dann haben wir hier auf der linken Seite Volumen ist gleich durch R² Pi ist gleich die Höhe. Und wenn wir jetzt sehen, V ist ja konstant, H ist konstant, das heißt, der Quotient aus V durch Pi ist ebenfalls konstant. Also wenn ich da jetzt herschreibe, V durch Pi ist auf jeden Fall eine Konstante. Dann können wir diesen Ausdruck hier schreiben als K durch R². Und die Höhe ist abhängig jetzt vom Radius. Und wir wollen überprüfen, ob hier eine Proportionalität vorliegt. Eventuell könnte hier ein indirekt proportionaler Zusammenhang vorherrschen, dann müsste allerdings gelten, y ist gleich die Konstante durch x. Hier haben wir wieder das r Quadrat und das stört uns natürlich massiv. Das heißt, die Höhe ist nicht zu r indirekt proportional, die Höhe wäre zu r Quadrat indirekt proportional. Demnach besteht hier kein proportionaler Zusammenhang und wir haben auch hier diese Teilaufgabe gelöst. Wir sind jetzt bei der Aufgabe B angelangt. Hier sollen wir den Satz vervollständigen. Also was passiert in der Volumensformel für den Drehzylinder, wenn die Höhe verdreifacht wird? Also das Volumen ist grundsätzlich von der Höhe abhängig, R² mal Pi mal H. Jetzt verdreifachen wir
die Höhe, das heißt r Quadrat mal Pi mal 3h. Jetzt kann ich das Vertauschungsgesetz anwenden. Ich schreibe den 3er davor hin, das ist r Quadrat mal Pi mal der Höhe. Jetzt sehen wir, r Quadrat mal Pi mal h ist ja Volumen in Abhängigkeit der Höhe. Das heißt, das hier ist ja V von h. Also gilt der Zusammenhang, wenn ich die Höhe der Volumensformel verdreifache, erhalte ich das dreifache Volumen. Das heißt, wenn ich den Satz vervollständige, wenn die Höhe verdreifacht wird, wird das Volumen ebenfalls verdreifacht. Ich habe diese Teilaufgabe 1 gelöst. In der letzten Teilaufgabe von B wollen wir nun herausfinden, was passiert in der Volumensformel, wenn der Radius verdreifacht wird. Ja? Das heißt, das Volumen ist zunächst abhängig vom Radius. Wir wollen jetzt den Radius verdreifachen. Das heißt, r Quadrat, also wir machen hier eine Klammer, 3r zum Quadrat mal Pi mal h. Ein Produkt wird potenziert, indem man jeden Faktor potenziert, also man erhält hier 9r Quadrat mal Pi mal h. Jetzt sehen wir hier oben, r Quadrat mal Pi mal h ist ja V von r, das heißt, das hier ist das Volumen in Abhängigkeit vom Radius. Und wir können hier aufschreiben, wenn ich den Radius verdreifache, dann verneunfacht sich das ursprüngliche Volumen. Und der Satz gehört vervollständigt, wenn der Radius verdreifacht wird, dann wird das Volumen verneunfacht. Und wir haben die gesamte Aufgabe nun gelöst.